Hi-ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Real-Life-Challenge. Diesmal dabei sind zwei der üblichen Verdächtigen, Willi, der sich schon hier freut darüber, und Steve. Hallöchen. Heute ist die Challenge, Sie kriegen Schätzfragen von mir vorgelesen. Der sie richtig beantwortet, darf dann für den Gegner einen Jellybean aussuchen. Die Variante ist die ihr schon mal... die Ilke-Variante sozusagen. Und der richtig antwortet, darf für den Gegner einen Jellybean aussuchen. Es werden 10 Fragen gestellt. Und der zum Schluss am wenigsten von den beiden beantwortet hat, kriegt die ganzen restlichen Jellybeans, die übrig bleiben. Und muss sie alle mit einem Mal essen. Also ich wünsche den beiden Kontrahenten viel Glück. Jetzt ist schon. Fangen wir an mit unserer ersten Schätzfrage. In welchem Jahr fand die Markteinführung der Playmobil-Figuren statt? Soll ich anfangen? Ja. Ich sag mal 1986. Scheiße, ich hätte 85 jetzt gesagt. Was sagst du? 1985. 1985. Willi ist näher dran und darf damit Steve den ersten Jellybean aussuchen. Ist den schwarzen. Was ist die richtige Antwort? So, die richtige Antwort wäre gewesen 1974. Noch früher, ich wollte gar nicht so früh gehen. Was ist denn das? Schwarz ist Lakritze oder Stinktierspray? Ich mag beides nicht. Du wirst Stinktierspray lieben, wenn es ist. Wenn es das ist. Bitte. Ist Lakritze? Das ist Stinktierspray. Aber das geht noch. Was? Ich muss davon fast kotzen, ey. Ich wüsste Bescheid, Steve ist in seiner Freizeit kein Stinktier. Schmeckt so ein bisschen wie Cannabis. Was? Ich finde, das hat voll nach Schweiß geschmeckt. Egal. Wir unterhalten uns später vielleicht über Steves komischen Geschmackssinn. Aber die zweite Frage. Vielleicht hat Steve hier eine bessere Chance. Wie viele Spiele absolvierte Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft? Keine Ahnung. Jetzt fängst du an mit. Du darfst anfangen. Franz Beckenbauer. Ja. Weißt du denn überhaupt, wer Franz Beckenbauer ist? Ja, oder? Aber für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Weißt du die Antwort? 12. 12? Dann sag ich einfach mal 19. Steve ist damit näher dran. Es wären gewesen 103. Steve, du darfst Sätze auswählen. Du darfst den rosanen essen. Ja, okay, damit habe ich keinen. Was darf's denn, ist denn der rosane überhaupt? Fisch oder Erdbeer-Bananen-Smoothie und das ist Erdbeer-Bananen-Smoothie. Easy. Jetzt die nächste Frage. Finde ich die nachgeschoben, dass ich den Tier nehme. In welchem Jahr startete in Deutschland Wer wird Millionär? Oh! Ist auch älter als Braunkohle. Steve? 1900. Jetzt kommt's. Ja? 89. Oh, 1996. Damit ist Willi näher dran. Oh! 1999 gewesen. Doch zu spät. Suchst ja, du? Such dir eine Orange. Du bist ein Orangenen. Pfirsich oder... Den linken oder den rechten? Jetzt ganz links nimmst du den. Den ekelhaftesten. Das ist Kotze oder Pfirsich? Das ist Pfirsich. Nee. Alter, wir sind abartig. Wer hat denn so eine Scheiße gestellt? Die Frage ist schön. Wer ist noch die? Frag dich, stell die Frage. Okay, die nächste Frage ist, in welchem Jahr wurde Pac-Man veröffentlicht? Wie ist denn Ecke? Es gibt... Sag mich so, es gibt zwei Daten. Wenn ihr bei einer näher dran seid, lasse ich's. Wenn ihr genau dazwischen seid, gewinnt ihr. Ich habe mal bei V-Tweet gesehen, die Frage. Aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Die steht bei mir am GameStop. Steht eine Legende von allen Spielen. Von Pong bis zu Uncharted, glaube ich. Pong ist das mit den. Ach, das allererste Spiel. Und da ist auch Pac-Man abgebildet. Aber ich weiß nicht, was los. Willi, du fängst an. Ich muss nachdenken, ganz kurz. Ich gebe dir 30 Sekunden. Ja. 1965. Okay. 1974. Damit ist Steve näher dran. 1980
kam Pac-Man als Pugman das im Japanischen raus und 1981 wurde es in der USA lizenziert. Jetzt hast du den Schmatzis. Oh nein! Ja, der ist schlecht, aber ich möchte ja nicht sagen, dass ich scheiße, aber. Aber was? Ich bin erkältet. Fick dich. Das ist egal, es steht jetzt so 2 zu 2. Bis jetzt liegen sie beide noch gleich auf. Dann möchte ich gerne, dass du weitergibst an jemand anderen. Boah, der geht gerade echt durch gerade. Da finde ich gut, alles klar. Boah, der zieht mir gerade durch die hinten die Nase schreiben. Ist egal. Wir wollen bitte nicht eine genaue Beschreibung davon. Fangen wir mit der nächsten Frage an. Für alle Liebhaber von Fast Food vielleicht, mich mal ausgeschlossen, wann wurde der erste McDonald's Drive-In eingeführt? Das war bei Pete's Meat. Oh. 1900. Ist mir egal, ob ihr für die USA oder für Deutschland sagt. USA kam, glaube ich, vorher, oder? Wenn ich jetzt mal das weiß. Das war 1976. What? Okay, ich hätte jetzt ein bisschen. 1955, also nach Krieg auf jeden Fall. 55, bist du dir sicher? Ja. Damit hat Steve gewonnen. Was? 1975. Oh. Er wurde ist nur mit einem Jahr daneben, wurde es in Arizona eingeführt und 1980 das erste Mal in Deutschland. Okay. Nee, du kriegst jetzt den ruhigen Gerinde. Ich krieg faules Ei. Ja. Alter, hast du gelitten oder was? Hab ich. Mmh. Oh, die Frage ist auch. Gott sei Dank ist es ein bisschen gedämpft, also und. Jetzt mal eine Frage aus dem Bereich Geografie. Aus wie vielen Inseln bestehen die Malediven? Willi? Fängst du an? Die Malediven? Ja. 12 Inseln? Ich sag 6. Bin ich doch näher dran? Willi ist näher dran. Es wäre 1196 gewesen. Boah. Was gibt denn? Ja, du isst hier den weiß-gelben hier, der Ei ist. Aber damit hat Willi wieder gleich aufgezogen. Es steht 3 zu 3. Butterpopcorn. Ich komm mich nicht rauf. Oh, weiß, friss. Ich will nicht. Friss du auf, scheiße, friss. Oh nee. Und wie schmeckt's? Ei. Will dieses Spiel abbrechen? Nein. Das ist ja ein Spiel. Ja. Was viel? Nur 4 Runden. Ich hab 4 Fragen. Die nächste Frage ist. Runter. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Wie viel pro Minute? Stunden. Pro Minute, ja. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Steve? Wie viele Stunden werden pro Minute hochgeladen? Ja. Das ist ja Videomaterial, das heißt, das sind ja mehrere. Man lädt ja das Video sozusagen hoch. 264.000 Stunden. Pro Minute. Das weißt du auch schon, okay. 24.000? YouTube ist groß. Was hast du nochmal gesagt? 264.000? Wieso? Du sagst 24.000. 24.000. Damit ist Willi näher dran. Es wären nur 48 Stunden nämlich gewesen. Was? Da viel zu hoch. Was? Ja. Ja, aber ich dachte, YouTube ist eine ganz große Plattform weltweit. Pro Minute. Daran glaubst du? Oh. Ja, aber es geht um pro Minute. Das Video. Jetzt gibt ja hier so einen schummigen Jellybean. Hier, du Orangen kannst du auch normal essen. Ja, die Kotzen darfst du normal essen. Weil du schon zweimal hast davon. Ich will dich leiden sehen. Iss ihn. Iss ihn, stopf ihn rein. Lutsch ihn. Lieb das Aroma. Ach, diese Ästhetik. Und schon wieder. Mann, ey. Diese Passion. Oh ja, iss ihn.
Dein Schatz. So ist echt eklig, Alter. Drei Runden sind es noch. Ich den ganzen Tag flach. Willi führt jetzt mit einem Punkt schon mal. Mir ist ja schon schlimm. Es sind ja nur noch zwei Runden. Ja. Frank, kommen wir mal zu einer Frage aus dem Bereich Musik. Hm. Wann hatten die Rolling Stones ihren ersten Auftritt? Kennst du dich mit den Rolling Stones aus? Nee, du bist aber dran, glaube ich, ne? Ja. Wann haben die was? Ihren ersten Auftritt? Ihren ersten Auftritt. Ich weiß nicht mal, in welchem Jahr die überhaupt berühmt waren. Also die waren, ich glaube, die kamen nach, bisschen nach Beatles. Da bin ich mir sicher. Ja. 1988. Ich wollte 1989 sagen, dabei bleibe ich auch. Damit hat Willi gewonnen. Das wäre viel früher nämlich gewesen. Es wäre 1962 gewesen. What? Okay, dann ist du bitte. Warte, obwohl, ich gebe dir mal einen neuen. Ich gebe dir mal den hier. Ich gehe dann nach Hause. Was denn das? Ich glaube, das ist. Kannst du, glaube ich, gar nicht lesen. Ich glaube, das ist entweder. Stinkewanze? Das ist Stinkekäfer. Von mir. Ich glaube, das ist Stinkekäfer. Welche ist denn das? Das ist so ein weiß mit braunen Punkten. Weiß mit braunen Punkten. Mmh. So, der Wein. Das ist richtig eklig. Hast du nicht mal gegessen? Jetzt heb ihn auf wieder. Ruhe, jetzt heb ihn auf. Also, es ist entweder der Stinkkäfer oder getoasteter Marshmallow. Ist getoasteter Marshmallow. Was ist Stinkkäfer? Stinkkäfer, das sind die Teile, die einen Geruch ausströmen, wenn sie in Gefahr sind. Ja, wenn du die zerquetscht, dann stinken die so richtig widerlich. Das riechst du nicht. Die riechen alle muffig. Die riechen alle so, als wäre. Reicht der halbe? In den Mund. Jetzt sofort. Der ist nicht schlimmer als Kotze, jetzt steck ihn hier rein. Ich muss jetzt schon aufstoßen. Schmeckt der Marshmallow? Ja. Das ist so geil. So. Habe ich Matchball? Hab ich Matchball schon gewonnen? Habe ich schon. Nee. Das sind zwei Runden noch. Ah, dann. Du kannst noch gleich ziehen. Dann müssen wir beide jetzt. Oh. Ja. Zieh dich gleich. Wann stellte Rudolf Diesel den ersten nach ihm benannten Motor her? Also fertig. 1900, 1800. Wann gibt es denn Motoren? Ja, 1800, weiter. 1800. Was ist jetzt ein Tipp? Keine Ahnung. 1874. Soll ja mit 1871 dann. 1874. Deswegen habe ich nur gesagt, das machen wir weiter. Hast du 1874 gesagt? Ja. 1910? Muss ich erstmal rechnen. Also dazwischen. Ja, ich nehme schon mal einen Drake, ist okay. Ich glaube, du hast, glaube ich, ganz knapp sogar. Nee, Billy ist leider näher dran. Es wäre 1897 gewesen. War das 74? Da bin ich näher dran. Du isst den hier. Weißt du, was das ist? Das will ich gar nicht wissen. Ich stecke ihn dir in den Mund. Ich sag's, wenn du den Mund hast. Ha? Was? Billy hatte 1910 gesagt, Steven hat 1874 gesagt. Willi ist damit 13 Jahre und Steve ist 23. Steck ihn hier, komm mal auf rum. Das ist nämlich toter Fisch oder. Oh, ich hasse Fisch. Oder? Oder Erdbeer Bananen Smoothie. Der sehr lecker schmeckt, der Bananen Smoothie. Ist der Bananen Smoothie, ich bin kein Fan davon. Auch wenn Steve schon an sich verloren hätte, kommt trotzdem noch die letzte Frage, damit wenigstens einer noch. Und dann kriegst du meine auch noch hinzu. Damit Steve vielleicht wenigstens einen noch wegbekommt, den er nicht essen muss. Welchen nehmen wir denn? Ich weiß nicht, die Aufnahme davor mal abgesagt hat. Für alle Autofahrer wäre das wichtig, dass man das kennen können müsste. Seit wann existierte die Verkehrssignalkartei in Flensburg? What? Das ist das, wo man die Punkte bekommt. Ich weiß, aber... 1900, nehmt es dann. 1938. Ich sag jetzt mal 1970.
Das klingt nach einer deutschen Erfindung. Also du hast 70 gesagt, richtig? Kommt doch an, was ihr sagst. Du hast 70 gesagt. Ja. Das ist die Frechstunde. Das liebsten Jahr dran. Es wäre 1958 gewesen. Ah. Steve wäre mit 12 Jahren nämlich da. Und du hattest, was hattest du? 38 oder 20. 38. Du wärst mit 20 nämlich da. Also Steve kann nochmal einen wenigstens bei dir reindrücken. Wo ich darf Hundefutter essen? Geil. Nee, warte, warte. Hey, wieso? Ja, mach. Hundefutter oder Schokoladenpudding? Aber leider, Steve, da du jetzt verloren hast, kommt leider die Bestrafung dafür. Nee, nicht seine auch noch. Doch, doch, ich meine auch noch. Nee. Das war so nicht abgemacht. Doch, 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 doch. Doch, leider schon. Ey, fickt euch alle. Geil, Schokolade. Du musst, sag ich so, du musst es nicht runterschlucken, aber du musst auf jeden mindestens. Kann ich auch ablehnen und Bestraf-Let's-Play machen? Nein, du musst jetzt alle, den sie jetzt alle in den Mund. Du musst sie alle Mund nehmen und mindestens auf alle einmal rauf. Gelben sind also so rauf rumkauen. Ausspucken darfst du es. Steve, die gelben sind Nierensteine. Nicht ranzoomen, hab ich gehört. Du darfst danach ausspucken, aber erst wenn du auf jeden Rücken drauf hast. Darf ich hier darfst da reinspucken danach, aber erst musst du darauf rumkauen und ich sag dir... Du musst es nicht runterschlucken, aber nein, du sagst gar nichts. Ich sag das. Sagst du, gib dir das Samen, wenn du aufhören darfst. Du musst mir einen Code seinen Mund zeigen. Ah, ja, ich kann ja auch meine Zunge rollen. Wie, willst du das hier rausrollen oder was? Nein, nachdem er rumgekaut hat. Ich will nicht. Warte kurz, ich muss kurz mit dem Trinken nach. Also ich dachte, du willst zerstampfen und durch die Nase ziehen, so. Jetzt muss es wegdrehen. Ich muss das Logo auch mal verdecken. Also. Okay. Na dann, Steve. Meine Kündigung ist schon geschrieben für Primens. Andrea hat ja auch schon gekündigt. Geil, jetzt sind nur drei. Ich kündige. Ich will das nicht. Steckst du drin jetzt? Kau einfach schnell. Ich muss mal einen Notarzt. Okay, Steve, drei. Nein. Drei, zwei, eins, los. Und warum darf er nicht runterzählen? Weil er nicht darf. Jetzt kauen. 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 Lass danach schnell wieder ausspucken und trinken. Also wenn du jetzt ganz schnell kaust, darfst du so schnell wie möglich ausspucken. Oh, ordentlich durchkauen, ja. Ja, und jetzt. Hast du ausspucken. Was kommt? Jetzt weggerannt ist und gerade wieder kommt. Und verloren hatte leider, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao. Ciao.